had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Auf geht's zum nächsten Highlight. Und damit ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Was machst du denn hier für Sachen? Ja, mal anders, ne? Angefangen. Geht ja mal gar nicht. Geht überhaupt nicht so. Doch, siehst du doch. Ja, wir sind bei dem nächsten Highlight hier, bei der Insel des Nebels. Isle of Sky, genau. Ja, und wie heißt das hier, wo wir hier sind? Kiltrock. Kiltrock, genau. Ach. Sieht gut, dass wir gerade an einem Schild vorbeigelaufen. Der Wasserfall, der ins Meer fließt. Also wir sind sehr gespannt. Das wollen wir uns natürlich anschauen und wir nehmen euch natürlich mit. Und zwar wann? Nach dem Intro. Spread your joy to the ones who lost their hope. Es ist windig, es ist doch recht frisch noch mit 9 Grad und Wind ist es doch so ein bisschen unangenehm. Es ist sehr unangenehm, aber das wussten wir und jetzt können wir euch ja mal was sagen. Also wir waren jetzt sage und schreibe... Naja, vielleicht waren wir jetzt 10 Minuten hier. Also in zwei Minuten sind wir genau 20 Minuten hier. Gut, okay, siehst du. Haben also uns ein Parkticket besorgt. Dieses kostet 3 Pfund. 3 Pfund. Für 2 Stunden. Hätten wir das jetzt da nicht geholt? Da wären wir dran gewesen. 100 Pfund Strafe. War es nicht 102 Pfund, weil du sollst nämlich die 2 Pfund, nämlich oder die, nee, 103 Pfund, weil du musst dir die 3 Pfund dann auch noch bezahlen oder so. Egal, keine Ahnung. Hier wurde gerade einer aufgeschrieben, wir nicht. Wir haben halt ja unser Parkticket. Wir raten euch, wenn ihr den hierher kommt, zieht euch ein Parkticket. Genau, da fährt er überall. Nämlich gerade der Highland Council. Also der fährt hier immer schön seine Runden. Mhm. Die sind nämlich drauf bedacht, gleich zack, 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 schön, sofort, abzocke. Also das ist ja wirklich, also hier ist auch nichts. Also nee. Hier ist keine Station, du wirst hier keinen Müll los. Gar nichts ist hier. Und ganz ehrlich, Leute, ihr habt es gerade in der Aufnahme gesehen in der Drohne. Also wir haben Bilder vorher gemacht. Die Bilder waren im Prinzip von der Seite aus gemacht. Das ist das Einzige, was man vom Wasserfall sehen kann. Also man sieht nichts vom Wasserfall. Und sorry, du kannst nur, wenn du mit einer Drohne hier fliegst, siehst du irgendwas. Also man muss sich das echt überlegen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Und man muss gucken, eigentlich, dass auch Flut ist, damit das Wasser bis an einem Stein dran ist. Weil so ist es auf Stein gefallen. Also es gibt schönere Bilder, das haben wir gesehen. Ich glaube, das haben wir bei Iris und Uwe gesehen, ne? Ja, ich glaube ja. Also das war weitaus schöner.
überlegt es euch, ob ihr euch das antun muss, wollt. Wie gesagt, es kostet sonst 3 britische Pfund. Okay, ihr könnt 2 Stunden stehen, eine Mittagspause könnt ihr machen, dann gegebenenfalls hier. Das geht übernachten natürlich verboten. Richtig. Wo wollen wir jetzt hin? Ja, der nächste Step oder nächste Punkt wäre dann Old Man of Straw. Genau. Das wäre dann der nächste. Da schauen wir, ob wir erstmal Fair und entsorgen können, ob das funktioniert. Ja, genau. Und dann müssen wir eher wahrscheinlich auf einem anderen Platz, weil der Platz, der wurde auf einmal 2,10 Meter. Da hat, also wir sind gespannt. Also wenn die jetzt eine Fair- und Entsorgung dort machen mit 2,10 Meter, ich bin sehr gespannt. Also sorry, dann muss ich sagen, die haben sie ja nicht mehr alle. Aber abwarten. Wir wissen es ja noch nicht. Wir schauen uns das jetzt an und nehmen wen mit? Euch. Das ist gut. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Ich glaube, Stefan, Satz mit X, ne? Ja, Satz mit X, das war wohl nix. Würde ich auch so sehen. Alles voll, komplett. Also kein Parkplatzmöglichkeiten. Dann hat es auch noch angefangen zu, also leicht zu regnen. Dann war das alles irgendwie so teils in den Wolken und so weiter. Ne? Genau. Deshalb gibt es dieses Highlight hier von dem Inselnebel? Wir lassen es aus. Halt ist halt so. Nicht. Man kann nicht alles haben. Wir haben uns entschieden, wir sind wieder zu dieser Steinbrücke, zu dieser alten Steinbrücke gefahren, wo wir ja eigentlich gestartet sind mit dieser Isle of Skye Reihe. Und ja, hier gibt es einen Campingplatz, der kostet 20 Pfund. Hier können wir Fair- und Entsorgen. Das und müssen wir jetzt auch langsam mal wieder. Also das sind jetzt, wie viele Tage her? Na, Mittwoch sind wir 5 Tage, ne? Jetzt muss ich überlegen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 4. Also 4 Tage, ja. Also 5 Tage werden es dann morgen sein. Genau. Genau. Und wie gesagt, wir haben einfach gesagt, wir müssen so viel noch schneiden, damit ihr Videos bekommt. Und ja, Stefan backt noch nebenbei einen Apfelkuchen. Wieder. Genau, Frustessen, ne? Genau, dass wir einfach sagen, wir genießen das jetzt hier einfach mal ein bisschen runterkommen. Es ist hier Feiertag in Schottland, also sollten wir auch ein bisschen runterkommen für euch. Es geht in diesem Video noch weiter. Und zwar, wenn wir dann runter sind von der Insel. Wir wissen noch nicht, was wir machen wollen. Und da melden wir uns dann auf jeden Fall. Den Plan werden wir nachher ein bisschen ausarbeiten. Das heißt, wir werden mal gucken. Also es geht in den Norden von Schottland. Das können wir euch sagen, weil das wollen wir sehen. Die Richtung wissen wir. Loch Ness. Eins von beiden. Ja, aber jedenfalls irgendwie in so eine Richtung. Von der Insel runter. Genau. Also wir machen uns jetzt einen schönen Tag und dann machen wir einfach morgen hier weiter. Ne? Richtig, so machen wir das. Tschüssi. To your heartache, if you want to open your door, I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your thank you.
haben diese alte Brücke auf der Insel des Nebels verlassen. Wir haben es bereits schon 14 Uhr, ihr habt schon ein paar Szenen jetzt gesehen, also sind immer weitergefahren, hatten aber ehrlich gesagt noch nicht so viel Bock, in die Kamera zu sprechen. Jetzt aber sind wir gerade über diese Brücke, die da ist, gefahren. Also die neue moderne Brücke. Und Stefan muss sich auf den Verkehr achten und ich habe nur mal kurz nach links geguckt, und gesagt, oh. Hinter uns so ein altes, schönes Steinviadukt, genau. Total toll. Die Silver Bridge. Genau. Und Stefan hat nur gefragt, soll ich zurück? Und ich habe dann mal wohl ein Ja gesagt. Ja, genau. Und so sind wir zurück. Und? Schön. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Lohnt sich auf jeden Fall. Richtig cool. Ja, gestern Abend dann auf dem Platz. Man denkt an nichts. Und auf einmal waren Ronny und Jacqueline aus Leipzig wieder da. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Genau, falls ihr das Video sehen solltet. Ja, das kann sehr schnell passieren auf der Insel des Nebels. Genau. Wie heißt sie? Isle of Skye. Genau. Auch unsere belgischen Freunde, die wir immer mal wieder gesehen haben, waren auch dann wieder da. Es war sehr, sehr lustig. Die einzigen, die nicht dann auf einmal da waren, das waren die Pepperonis, aber die waren ja dann am Nest Point Lighthouse. Genau, richtig, ja. Ja, auf jeden Fall richtig schön. Und wir versuchen euch jetzt noch ein paar Bilder einzufangen und euch zu zeigen. Such a long time ago. Maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. That is for the best, 'cause you're not the same as you used to be. And maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy. Da waren wir noch einkaufen in Allerpool. Genau. Und jetzt haben wir uns einen Schlafplatz gesucht. Genau. An irgendeinem See. Ich habe jetzt das Handy nicht bei. Ich wüsste das nicht. Das Handy ist auch bei mir drin. Aber das ist auf jeden Fall ganz nett. Andere Seite, ja gut. Ist die Straße.
Ja, aber das... Ja, aber das geht schon. Nehmen wir mal so hin, wir waren ja schon an einer anderen vielbefahrenen Straße und das ist jetzt wirklich eine sehr wenig befahrene Straße. Finde ich auch. Wir schauen einfach mal. Ja, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, das ist Meer. Ja, das sieht man natürlich nicht. Das ist auch noch eine ganze Ecke in die Richtung. Weil wir sind jetzt einmal ein bisschen mitten durchgefahren und werden dann im Prinzip zur Küste wiederkommen. Aber das jetzt nicht mehr hier, in diesem Teil. Nicht mehr in diesem Teil. Wir beenden das schon, ich denke mal, mit einer wunderbaren Drohnenszene an dieser Silver Bridge. Also ich bin immer noch begeistert davon. Das war richtig cool. Ja. Ja, man muss immer mal links und rechts die Augen aufhalten, um was zu sehen. Das stimmt. Und dieses Video enden wir jetzt auch mit einer Drohnenszene, weil Stefan wird einfach mal hier langfliegen, mal schauen, was das so zu schauen gibt. Mal gucken. Und dann sehen wir uns, soweit ihr uns gewogen bleibt und vor allem gesund bleibt, bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Baby, you'll make up your mind.